Die EU hat sich neue Klimaziele gesetzt. Bis 2030 will die Gemeinschaft mindestens 55% weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990 und damit Vorreiter im Kampf gegen die Erderwärmung werden. 2050 soll die EU dann klimaneutral sein. Nach langen Verhandlungen einigten sich Europaparlament und Mitgliedstaaten auf das erste EU-Klimaschutzgesetz. Es kommt einen Tag vor dem morgen beginnenden Klimagipfel, zu dem US-Präsident Biden eingeladen hat. Beim virtuellen Klimagipfel mit US-Präsident Biden morgen haben die EU-Spitzen den anderen etwas voraus. Ein gesetzlich verankertes Klimaziel. In der Nacht hat die EU das erste europäische Klimaschutzgesetz beschlossen. Demnach muss der Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 bis zum Jahr 2030 um 55% gesenkt werden. Bis zum Jahr 2050 will Europa als erster Kontinent klimaneutral sein. Verkehr und Transport, Landwirtschaft, Bauindustrie und der Energiesektor gelten europaweit als die größten Treibhausgasverursacher. Alle Mitgliedstaaten müssten das Tempo beim Klimaschutz jetzt deutlich erhöhen, so die Bundesumweltministerin. Und das bedeutet dann wiederum, dass der Kohleausstieg wahrscheinlich schneller gehen wird in Deutschland. Und deswegen müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter forcieren. Streitpunkt bis zum Schluss, ob die Aufforstung von Wäldern und die Renaturierung von Mooren, die CO2 speichern, mit dem Treibhausgasausstoß verrechnet werden dürfen. Wenn wir jetzt von 55% reden, dann ist es eigentlich eine Mogelpackung, weil sie da jetzt noch Dinge wie die Wälder ins Klimaziel mit hineinrechnen, wobei wir überhaupt nicht wissen, ob diese Wälder überhaupt CO2 aufnehmen. Gerade eben sterben sie ab. Um die gesetzten Ziele zu erreichen, soll unter anderem ein europäischer Klimarat eingerichtet werden. Mit ihrem Klimaschutzgesetz ist die EU weltweit Vorreiter. Noch allerdings ist unklar, wie genau das Zwischenziel 2030 erreicht werden kann. Konkrete Pläne für die Umsetzung sollen im Juni folgen, mit klaren Regelungen in vielen Bereichen. Der Klimawandel war auch Thema in der Rede von Präsident Putin zur Lage der Nation. In Moskau kündigte der russische Staatschef Änderungen bei Industrie und Landwirtschaft an. Ziel sei es, den Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden 30 Jahren stärker zu senken als die EU. Im sozialpolitischen Teil stellte Putin mehr Hilfen für Familien in Aussicht. Ins Zentrum der Rede aber rückte er die Corona-Pandemie. Um Außenpolitik geht es erst ganz am Schluss der Rede. Der Präsident hat eine eindeutige Botschaft. Auf, wie er sagt, Provokationen aus dem Ausland werde Moskau hart reagieren. Indirekt wirft er dem Westen auch vor, einen Umsturz in Belarus geplant zu haben. Wer Provokationen organisiert, so Putin, die unsere nationale Sicherheit gefährden, der wird dies bereuen, wie er lange nichts mehr bereut hat. Als Provokation mag er auch die Unterstützung für den Kreml-Kritiker Nawalny empfinden. Ihn erwähnt er mit keinem Wort. Ansonsten geht es um Inneres und Corona. Putin lobt den Erfolg bei der Impfstoffforschung. Über die Pandemie spricht er in der Vergangenheitsform, doch endgültig besiegt sei sie nicht. Man darf nicht nachlassen in der Vorsicht. Schützt euch und eure Familien. Es braucht maximale Verantwortung bei der Beachtung aller Hygieneregeln. Maskenpflicht gilt auch im Saal, doch längst nicht alle halten sich daran. Noch während Putins Rede demonstrieren sie in vielen Städten für Nawalny, auch hier nur wenig Masken. Die Menschen fordern, dass der im Hungerstreik offenbar lebensgefährlich erkrankte Kreml-Kritiker von unabhängigen Ärzten untersucht wird. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn er diese Woche stürbe und ich nicht für ihn demonstriert hätte. Auch in Moskau sind sie am Abend auf der Straße. Weniger Menschen als bei den ersten Demos für Nawalny. Viele haben Angst vor Repressalien. Auch heute wurden im ganzen Land wieder mehrere hundert Menschen festgenommen. Auch wenn der Präsident es vermeidet, über Nawalny zu reden. Die harte Reaktion auf friedliche Proteste zeigt, wie ernst man im Kreml Nawalny und seinen Einfluss aufs Land nimmt.